Witam Was bardzo serdecznie. W ostatnim odcinku udało nam się pokonać Fulko. Jednakże gówno mi dał Bruno. Jest frajerem, kurwa. Mimo że całe losy Tamory tak właściwie teraz ratowaliśmy, bo inaczej miasto przejęli Borkowie i wszyscy byliby w dupie, to my dostaliśmy nic. Bo po co, kurwa, mamy cokolwiek dostać? Na Pluton Amphrey. Jest 17:20. Idziemy spać do rana. Gówno dostaliśmy. Gówno dostaliśmy, naprawdę gówno. Żebym, kurwa, jakiś pierdolony pierścień dostał, cokolwiek, kurwa. Nie, po chuj. Hey, du. Bo, kurwa, nie zasłużyliśmy. Ich würde gerne etwas über den Stammler wissen. Über den Stammler? Wieso? Ich möchte den Fluch auf dem alten Friedhof brechen. So. Und warum? Schon seit Jahrhunderten treibt der Stammler auf dem Friedhof sein Unwesen. Aber keinen hat es bisher gestört. Nun, ich... Aha. Du weißt also selber nicht, warum du das Geheimnis des Stammlers ergründen willst, was? Nun, wahrscheinlich nur aus purer Neugier. Aha. Na, immerhin bist du er. Nun, zuerst einmal möchte ich wissen, wer er ist. Der Stammler ist ein Geist, der schon vor Hunderten von Jahren auf dem alten Friedhof sein Unwesen treibt. Daher wird der Friedhof gemieden. Tote entsteigen ihren Gräbern, wenn man die Ruhe des Stammlers stören will. Und jeden trifft ein furchtbarer Fluch, der es wagt, den Friedhof zu betreten. Was kannst du mir noch über den Stammler sagen? Als er noch lebte, war er mal ein Magier des Feuers gewesen. Wahrscheinlich verfügt deshalb sein Geist noch über so viel magische Kraft. Er hieß eigentlich Meister Berthold, wurde aber wegen eines Sprachfehlers schon zu Lebzeiten Berthold der Stammler genannt. Er entstammt einer wohlhabenden Familie, die dem Adel von Tamora angehörte. So diente Bertholds Familie seit langer Zeit den Nachkommen Harmons, den Königen von Tamora, als Ritter. Aus diesem Grund sollte auch Berthold, wie einst seine Väter, das Kriegshandwerk lernen, um als Ritter in den Dienst des Fürsten zu treten. Der junge Mann aber war weder stark noch ein geübter Kämpfer. Er war vielmehr schüchtern und ein eifriger Bücherleser. So interessierte er sich schon sehr früh für die magischen Schriften des Feuers und beschloss eines Tages, den Weg des Magiers zu gehen. Es dauerte allerdings eine Zeit, bis sich der damalige König Harmon IV. Endlich bereit erklärte, dieses zu akzeptieren. Er sah ein, dass aus Berthold niemals ein guter Kämpfer werden würde. Außerdem erkannte Harmon jetzt, dass dieser junge Mann ein herausragender Magier war, der sich auf allerlei Künste verstand. Berthold wurde nun der oberste Magier am Hof des Königs und konnte diesem dank seiner Künste oftmals helfen. Schließlich ernannte ihn Harmon IV. Zu seinem wichtigsten Berater. Okay. Und wie ging es weiter? Wie kam es, dass der Stammler zu einem Geist wurde? Das Unheil begann damit, als Berthold zum ersten Berater des Königs aufstieg. Bisher war nämlich der Hofmagier Abraxas der wichtigste Berater Harmons. Abraxas, kojarzę. Der sich nun to nie tamten Skrins? Er schmiedete ein Komplott gegen den neuen Hofmagier, indem er ihm Bücher der schwarzen Kunst zuspielte, denen sich Berthold unvorsichtigerweise beschäftigte. To nie ten Odwina przypadkiem? Einige Experimente aus. Zum Beispiel das Beschwören von Untoten. Das reichte dann Abraxas als Beweis, um gegenüber dem König zu behaupten, dass Berthold mit Belia im Bunde sei. Und das wurde Abraxas so ohne weiteres geglaubt? Ja. Denn Bertholds Gegner fädelte das Ganze so geschickt ein, dass es keinen Zweifel geben konnte. Berthold kam also vor Gericht. Was geschah mit ihm? Er wurde zum Tode verurteilt. Der Unglückliche beteuerte zwar immer wieder seine Unschuld, aber vergeblich. Das Urteil wurde vollstreckt. Eine traurige Geschichte. Wie aber kam es jetzt zum Fluch? In seiner Verzweiflung verfluchte Berthold Tamora, indem er erklärte, dass er fortan als ruheloser Geist umherschweifen will, um sich für dieses Urteil zu rächen. Zunächst wurde dem Fluch keine Beachtung geschenkt. Trotz seiner Vergehen wurde Berthold in der Gruft seiner Familie beigesetzt. Immerhin gehörte er einer angesehenen Familie an. Dann aber, eines Tages, vernahm man fürchterliche Geräusche aus der Familiengruft und kurze Zeit darauf entstiegen mehrere Tote aus ihren Gräbern. Von diesem Tage an war der Friedhof verflucht und wurde fortan gemieden. Hat denn niemand versucht, in die Gruft einzudringen? Nein. Niemand wagte es, Bertholds Ruhe zu stören. Berthold. Aber wäre es damals noch möglich gewesen, den Zugang zur Gruft zu öffnen, da noch ein Nachkomme von ihm lebte? Ein Nachkomme? Ja,
Der Sohn eines verarmten Vetters von ihm. Er hielt damals den Schlüssel zur Gruft. So stand es zumindest in dem Tagebuch, das ich früher gelesen hatte. Ein Tagebuch? Von wem? Von diesem Nachkommen. Er hieß Rudolphus Vergil. Es muss irgendwo in der Bibliothek in der Burg zu finden sein. Wie? Es gibt hier eine Bibliothek? Ja, der Zugang zu dieser Bibliothek ist allerdings seit einigen Jahren auf Befehl Brunos verschlossen worden, da mal einige Bücher entwendet worden sind. Und wo ist dieser Schlüssel? Hat ihn vielleicht Bruno? Nein, das glaube ich nicht. Vielmehr könnte ihn der alte Bibliothek... Adam! Tom Joe, ja. Der Name... kann schon sein. Der alte Adam... Zeigen. Amulet. Myślałem, że on może będzie miał jakiś pierścień zręczności czy coś, a tu gówno. Gówno, po prostu gówno. Jest do dupy. Zrobiłem duży krok milowy, tak jak zresztą złam odcinek, ale kurwa, jeśli chodzi o rozwój naszej postaci, to ciągle stoimy w pierdolonym miejscu, kurwa. Nic nie mogę zmienić za bardzo. To jest niestety smutne. Idziemy z Adamem pogadać. Będziemy musieli te negocjacje z Jacko zrobić tak samo. Gówno dostaliśmy, kurwa. To jest najbardziej frustrujące. Gówno dostaliśmy, kurwa. Po tylu zadaniach nic nie dostaliśmy. Nawet żadnego takiego dużego Power Spike'a expa. Nic, kurwa. Naprawdę nic. Bo po chuj. Wcale was, kurwa, nie uratowałem. Wszystkich. No kurwa mać. Hojny w chuj, nie? Ralf, karczmarz. Do karczmarza. Dość ryzykowna. Dreckiger Dieb, na warte. Nie udało się. O, i nie zapisywałem gry chyba, co? No, jeszcze raz. Jeszcze mi drzwi pozamykali. Dobra, kurwa. Frustrujące to jest trochę. Naprawdę. Nie wiem, czy szybko, czy wolno przechodzę grę. Mam wrażenie, że wolno. Jest 65 odcinek, a jestem na Temorze. Mam drugi rozdział. Rozdziałów wiem, że jest 7. Kurwa. Tych odcinków będzie 400 na pewno. W moim tempie, kurwa, przechodzenia i robienia odcinków czasem 15 czy 22 minutowych. Na pewno. Dobra, zapiszmy teraz grę wreszcie. Nie kradniemy. Niestety nie masz tego, czego bym chciał, a mianowicie przepisów żadnych. Adam. Adam powinien być gdzieś tu. Czyż nie? Chuja, umiem. Gdzie jest Adam? No nie, kurwa. Jestem znowu. Tak? Szukamy Adama. Gdzie jest, kurwa, Adam? Dziomek z Blantem. Raz w życiu go spotkałem. A kurwa, gra się zachowuje, jak my powinniśmy być najlepszymi ziomkami na świecie. Ja ni chuja nie wiem, gdzie go mam spotkać. Gdzie on przebywa? Raz Blanta jarał sobie, kurwa, przed tym i se był. No i chuj. Tyle go widziałem. Raz se Blanta jarał. I był sobie nawet. Tu jest ktoś? Nie wiem. Raz Blanta jarał i go widziałem. Jeszcze raz to, kurwa, powiem. Raz Blanta jarał i tam go widziałem.
Brigida! Na warte, du dreckiger Dieb. Bla, bla, bla. Nie mogę go znaleźć, nie chuja. A kurwa muszę. Muszę go znaleźć. Adam. Tu pana Adama nie mogę znaleźć. Na górze też go nie ma, bo jest tu pani taka. Ta pani też nie jest tą osobą. Hej! Was brauchst du? Pas najemnika. Nie mam pancerza najemnika. Ej, naprawdę nie wiem, gdzie jest ten Sradam. No kurwa. Mam iść spać do jakiejś godziny, żeby go spotkać? Chyba kurwa tak. Bo tak go nie wiem, czy spotkam. Jest. Hey du! Hast du den Schlüssel zur Buch? Ja, aber wieso fragst? Ich suche ein wichtiges Buch. Gib mir den Schlüssel. Hm. Hast du denn Brunes Erlaubnis? Denn nur wenn... Nun, ich... Hm, ich merk schon. Tja, da bleibt dir nur... Wenn er bereit ist, dir den Schlüssel zu überlassen. Ich warne dich aber. Komm nur zu mir, wenn du wirklich seine Erlaubnis hast. Ich find... Aha. Kolejna bieganina. No trudno. Widocznie w tym odcinku nie będzie dane mi zrobić za dużo. Trudno. 70 odcinek powoli się zbliża. 70 odcinek już będzie. Kurwa, już niedługo do sety wtedy dobijemy. No. Czyli będzie 50 godzin gry za nami. Czyli 1/4. Bruno, daj mi pozwolenie, czy kurwa nie dasz mi pozwolenia, żebym Stamlera zajebał. Ich brauche eure Erlaubnis. Wofür? Ich benötige den Schlüssel für die Bibliothek. Adam will ihn mir aber nur geben, wenn ihr mir die Erlaubnis erteilt, diese betreten zu dürfen. Was hast du bitte schön in meiner Bibliothek zu suchen? Der Eintritt ist für jedermann verboten. Ich suche ein Buch. Ach, was du nicht sagst. Helem berichtete mir, dass ein Nachfahre des Stammlers ein Tagebuch verfasst hat, das angeblich in der Bibliothek zu finden sein soll. Na und? Was ist an diesem Buch denn so wichtig? Żeby kurwa zdjąć klątwę. Ich vermute, dass ich in diesem etwas Wichtiges über den Fluch auf dem Friedhof erfahre und damit den Stammler wirksam bekämpfen kann. Hm. Das wäre allerdings nicht schlecht. Dann hätte ich eine Sorge weniger. Ich kann also von Adam den Schlüssel... Ja, das kannst du. Allerdings... Że tylko tą księgę? Eine Bedingung hätte ich. Du musst die Sache auch zu Ende führen. Das heißt, es erreichen, dass der Spuk des Stammes... No, taki mamy zamysł. Von mir aus. Abgemacht. Gut. Ich wäre dann auch bereit, dich angemessen zu belohnen. Und nun geh und hol dir den Te zadanie ze Stamlerem tak właściwie niby jest z linii głównej, ale to my się wyrywamy jak najbardziej, żeby kurwa zrobić to zadanie. To my. Nikt więcej. Nikt więcej tego nie chce. Idziemy teraz do Adama po klucz, a potem z powrotem do biblioteki. Także no, zrobiliśmy pewien taki epizod i pozmieniał NPC-ów, jak widzieliście. Gib mir den Schlüssel zur Bibliothek. Der Stadt...
Ja, das klingt ganz nach Bruno. Hier hast du den Schlüssel. Bring aber in der Bibliothek. Na spoko. Dobra, idziemy teraz do biblioteki. Tam pomyszkujemy sobie troszeczkę. I wreszcie będziemy mogli znowu ruszyć. Magia przemiany. Strzenie broni nie nauczono. Ruszyć znowu na ekspionko do... w głąb wyspy. Już kurwa zbrzydł mi ten zamek, powiem wam szczerze. Nic się tu kurwa nie dzieje. Znaczy dzieje się, fabularnie spoko jest, naprawdę. Tylko po prostu... korci mnie już, żeby pozabijać jakieś ścierwojady. Wiem, że będę miał zaraz tego dość. To jest tak... także i tak niedobrze. Okej. Okay. Mamy dostęp. Verstehe. Wiedza magiczna. Podręcznik o magii. Verstehe. Czyste kartki. Bitwa o Warant. Podwójny blok. 25 exp. 7600 mi brakuje. Verstehe. Wiedza magiczna kolejna. Wodny krąg. Co to jakiś grobowiec Tamlera? Arkanum żywiołów. Verstehe. Tamler. Będę musiał pochować sobie do skrzyni niektóre rzeczy. Dzień grobowiec Bertolda. Po tym jak mój krewny, niegdyś szanowany mag Bertold von Vergil umarł tak haniebną śmiercią i został pochowany w rodzimej krypcie, zabrałem kamień ogniskujący z grobowca i dalej. Zaraz potem schowałem kamień ogniskujący do swojego kufra, by nikt obcy nie mógł przedostać się do grobowca. Okej. Czy Telema to zainteresuje? Verstehe. Kroniki Tamory 1. Kroniki Tamory. Pierwszy, trzeci, drugi. Potrzeba mi czwartego. Pierwsze trzy już mam, jak widać. Trochę zadań jest na tej Tamorze. Znowu będą tutaj bandyci? Znaczy ci asasyni? Po cholerę to, skoro tu nic nie ma. Nic tu kurwa nie ma. Jest, bo jest, żeby był dach jakiś. Żeby nie było za nudno. A pióro do pisania, no oczywiście. Dobra, mogę do Telema teraz iść. Może wreszcie zacznę korzystać z pieprzonego teleportu, który mam tutaj. Mianowicie jeden tylko, ale... zawsze to coś. Nie wiem, czy ja w ogóle powinienem iść do niego. Stamler. O, trzeba by zapytać Telema. Dobrze, dobrze.
Okej. Czyli no rzeczywiście tak na pusto to tam nie trzeba iść, tylko troszeczkę zdobyć informacji. Chociaż zadanie miałem już wcześniej. Sam tam leży. Ich war in der Bibliothek und habe das Buch gefunden. Sehr gut. Und? Konntest dir weiterhelfen? Ich denke schon. In einem alten Haus im Wald soll sich in einer Truhe ein Fokus befinden. Ein altes Haus im Wald? Um eine Hütte wird es sich da wohl nicht handeln. Die sind gerade mal ein paar Jahrzehnte alt. Ich kenne nur ein Gebäude aus... Und wo befindet sich dieses Gebäude? In den südlichen Bergen kommt man an diesem vorbei. Wenn man den alten Wieża strażnicza. Jakaś latarnia morska? Soviel ich aber weiß, wird dieses Haus noch bewohnt. Sonst wäre es ja auch schon... Und wer ist der Eigentümer? Das weiß ich nicht. Aber frage mal... Okej. Znowu. Teleportacja. Do miasta i do zamku. A, mam dwa, tak, bo jeden mam do miasta miałem, bo po zamku dostałem. Spoko. O! Kennst du das alte Waldhaus, das in den südlichen Bergen liegt? Na klar, ich kenne doch die Insel wie meine Westentasche. Pewnie mam zapłacić. In dem Gebirgsteil, wo auch der alte Wachturm ist. Ich habe gehört, dass es noch bewohnt wird. Ja, das stimmt. Da lebt ein menschenscheuer Einsiedler. Habe den aber noch nie zu Gesicht bekommen. Kromanta. Man sagt aber, dass der nicht mehr alle Tasten... Und wieso? Weil... keine Ahnung. Aber wer alleine im Wald lebt, der... So, dann müsste ja auch jeder an der Waffel haben. Oder leben bei euch die Jäger etwa nicht im Wald? Na, ale oni we dwoje w sumie. Du meinst Hans und Markus. Na klar leben die im Wald, und zwar im Westen. Naja, die kommen ja auch regelmäßig in die Stadt, um ihre Felle zu verkaufen und dann bei mir ihr Bierchen zu trinken. Aber dieser Einsiedler war noch nie in der Stadt. Und das muss ich wissen. Denn ich lebe hier schon seit 30 Jahren, mein Junge. Ich sag dir, mit dem ist was faul. Denn sonst hätte ich den schon längst in meiner Kneipe... Vielleicht ist er ja Antialkoholiker. Hä? Was? Antialkoholiker? Hier auf Tamora? Quatsch! Hier saufen alle wie ein Loch. Vom kleinen Türhüter bis zum Statthalter. Wer bei uns nicht... Verstehe. Dobra. Załatwiona sprawa akurat tutaj. Idziemy z tego pieprzonego miasta. Wreszcie. Stamler. Mamy jakieś informacje. Kim ty jesteś? Ralf. Magicznego pancerza. Dobra, chwila. No i też zadanie. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Co? Co tu się stało w ogóle? Co tu się w ogóle stało? Czemu kurwa jest tyle najemników orkowych? To jest naprawdę dziwne. Dlaczego jest tyle najemników orkowych? Nie powinno ich tylu być. Sobie wyskoczyłem jak gdyby nigdy nic. Tu kurwa wszędzie są. Czy ja dam z nimi radę? Du wärst besser nicht hierher gekommen. Nowi przeciwnicy.
Kurwa. Ja pierdolę, to jest pojebane. Walczyć tak. Naprawdę tu trzeba pojedynczo walczyć. Kurwa, zabierają mi jeszcze expo, ja pierdolę. Ja pierdolę, z jednym sobie dałem radę i tyle. Pojebane. Co ja mam tak co chwilę? Kurwa. Kamień milowy. Kamień milowy. A moja broń nie przypomina żadnego kamienia. Kończę na tym odcinek. Cześć.